Haul-Video, nein, Test-Video quasi, Produkt-Teste, denn, Produkt-Tests. Denn ich habe ganz viele Sachen von boutique-vegan.com, müsst ihr unbedingt mal reingucken, so ein geiler Online-Shop, finde ich richtig geil, du kriegst alles da und alles vegan, von Haushaltssachen, Waschpulver, dies, das, Babykram, für Kinder richtig geile Sachen, Schminke, Naturkosmetik, alles. So, wir haben jetzt ganz viele Sachen bekommen und die teste ich natürlich sehr gerne und habe auch einen Profi-Verkoster. Ja, hallo. Nicht klettern, Schatzi. So, Romeo. Warte. Also, fangen wir an. Wir haben hier total schöne Snacks bekommen für Kinder. Helden-Snacks. Helden-Snacks. Echt stark. Helden heißt die Marke, ja? Schokokügelchen sind das. 100% Natur. Einfach nur Maisgrieß, Datteldicksaft, Reismehl, Hafervollkornmehl, Kakaopulver und Sojamehl, ja? Nein, nicht die Füße auf den Tisch. So, sollen wir mal eins probieren, Schatz? Müssen wir probieren? Probieren wir. Nee. Lecker, wie Cornflakes, wie diese Schoko-Cornflakes-Bällchen. Ja, Schatz, wenn du jetzt nicht probieren möchtest, dann ist ja der Sinn völlig verfehlt. Guck mal, willst du so eins probieren, freche Freunde? Ja, das lieber? Okay, da haben wir nämlich auch noch hier diese frechen Freunde, diese pürierten Früchte, das sind auch irgendwie nur Früchte, ja. Apfelpüree, Blaubeerenpüree, schwarze Karotten. Püree, Zitronensaftkonzentrat. Ja, also total clean. Füße vom Tisch, der Haar hier. Ne? Willst du Apfel, Blaubeere, schwarze Karotte oder willst du Apfel, Banane, Ananas, Kokosnuss probieren? Such dir eins aus. Doch, bei dir mal probieren. Okay, dann musst du den Schnuller drauf tun. Schnulli, probier mal. Knusprig, oh. Und was sagst du? Gut. Komm, wir probieren mal die Vanille. Wir probieren das jetzt alles für euch. Ist ja egal. Irgendeiner muss es ja mal probieren. Bevor ihr euch das kauft und wisst nicht, wie es ist. Ne? Das ist ja immer so mein Motto. Gut. Oh, Romeo, schmeckt das gut. Okay. Romeo heißt er übrigens. Aber ich sage halt immer Römi. So, Vanille. Auch probieren. Probier du zuerst. Gut. Mmh. Ich fand Schoko besser. Nichts Schlimmes drin, Leute. Das Schöne ist, da sind immer so Sprüche drauf, die sich wohl Kinder ausgedacht haben. Und drucken die hier drauf. Andere tauchen ab, Helden tauchen auf. Dann sind wir dafür, oder? Oder hier, andere tragen Marken, Helden sind eine. Guter Spruch. So, wir haben noch mehr von Helden. Die haben auch coole Namen hier. Die Schoko heißen Kick. Vanille heißen auch Kick. Jetzt haben wir hier Rums, ja, mit Paprika. Achtung, Romeo, jetzt wird pikant. Jetzt wird nicht mehr süß, das wird wahrscheinlich so ein bisschen chipsmäßig. Andere Form auch. Keine Kugel mehr, sondern hier so geribbelte. Probier mal. Oh, bitte schön. Probiere auch. Willst du nicht? Willst du nicht? Okay. Lieber die anderen, gell? Okay. Also ich finde es sehr lecker, ja? Da ist jetzt auch Sonnenblumenöl und sowas drin, okay, das Meersalz, Zwiebelpulver, Knoblauchpulver, okay. Das ist schon ein bisschen mehr, ne? Aber Fettgehalt 15 Gramm geht noch, also eine gute Alternative für uns Erwachsene statt Chips. Jetzt haben wir hier Bang, okay, Bang. Linse, Paprika. Komm, probieren wir auch. Was
Voll der Geiz. Wir sind in der Diätenphase und cheaten direkt mal. So, eins probieren. Linse, Paprika. Große Bälle, diesmal große Kugeln. Ja, sehr lecker. Gut, auch ein bisschen weniger Fett. Gut, auch ein bisschen weniger Fett. Gut, Linse, Paprika. Schmeckt ihr auch? Ich habe die ganze Zeit die Schoko probiert, ne? Oh, nimm dir noch einen Schoko, Schatzi. Oh, das ist kein Problem. Das Gute ist, wir haben ihn ja auch mitgeschickt bekommen, 100% Eco feuchte Tüchlein für die Kinderhändchen hier. Das können wir auch direkt mal testen. Komm mal her, mein Schatz. So, so, so. Und hier, ein Schoko. Bitteschön. So. Die Schoko sind gut, ne? So. Was stand denn hier auf der Bank? Andere schwimmen mit dem Strom. Helden schwimmen definitiv dagegen. Zack, so, zack. Wenn die mir nicht schmecken, weiß ich auch nicht. Apfel. Schatzi, Apfel müssen wir noch probieren hier. Guck mal. Andere machen Dinge nach. Helden machen ihr eigenes Ding. Sternchen, große Sternchen sind das. Lecker. Oh, die sind gut, Leute. Da ist wieder wirklich gar nichts Schlimmes drin. Gesüßt mit Datteldicksaft, Apfeldicksaft, Zimt. Easy going, low fat, Leute. Low fat Knabbereien auch für uns Erwachsene. Schnuffi, Römi, wir haben noch was. Wir haben noch richtig geile Sachen. Willst du die nicht? Also für Kinder eindeutig die Schoko- und Vanille-Kick-Knabbereien. Was haben wir denn hier? Wupp. Wupp. Apfel-Kokos. Komm, das testen wir jetzt auch noch. Was kocht die Welt, Römi? Ich weiß nicht, was es ist. Oh. Ein Müsli-Snack mit Apfel-Kokos und Haferflocken. Sind nur Apfelstücke, Haferflocken, Datteln, Kokosraspeln, Kokosmehl. Und Rosmarin. Möchtest du so eins mal probieren? Nee? Ich leg's mal hier hin. Ja, das Geilste finde ich aber, ich war ja immer, muss ich gestehen, der übelste saure Gummizeug-Freak hier. Voll übelst, diese sauren Zungen und so. Ist halt überall Gelatine drin und dann auch noch vom Schwein, also nicht mit mir sowas. Haben die mir mitgeschickt, Good Stuff, Goody Good Stuff, frei von allem. Gluten, Laktose, Gelatine, Natural Colors and Flavors, Gummibärchen, saure Gummibärchen. So, was ist denn da jetzt drin? Ja, doch. Purer Zucker, Leute. Eigentlich nichts für mich. Ey, komm, aber ich probiere. Ist egal. Die Phase hat ja erst begonnen. Scheiße. Egal. Römli, ich weiß nicht. Ich glaube, das kannst du nicht probieren. Oh. Mmh. Lecker. Was ist das für ein Move? Das ist der Bagger-Move. Der Bagger macht so. Sehr lecker. Nicht extrem sauer, aber ein bisschen sauer. Oh, fruchtig und weich und soft. Eben das war sauer Mix Match. Jetzt haben wir hier sauer Fruit Salad. Probiere ich auch noch. Mmh. Oh, shit, ey. Warum habt ihr mir das geschickt, Boutique Vegan? Mmh. Geil. Geil. Das ist echt geil. Aber es ist halt Zucker drin, ne? Aber vegan. Kann man mal machen als Aufnahme. Hallo.